Kurz vor dem Halbfinale, steht der DSDS-Sieger schon fest? Wer singt sich an die Spitze? Heute Abend geht es für die diesjährigen DSDS-Kandidaten um den Einzug ins Finale. Zwei der sechs Nachwuchssänger und Sängerinnen müssen sich allerdings am Ende der Show von ihrem großen Traum, Deutschlands neuer Superstar zu werden, verabschieden. Aber wer muss kurz vor der Zielgeraden die Koffer packen und wer wird das Castingsformat gewinnen? Für die Promiflash-Leser steht die Entscheidung bereits fest. Knapp 4360 User haben an der Umfrage teilgenommen und fast die Hälfte aller Stimmen, 2085 Votes, gingen an Showküken Maria Wegener, 16. "47,9% wollen, dass die Gymnasiastin aus Duisburg in die Fußstapfen des Vorjahressiegers Alfonso Williams, 55, tritt. Dieter Bohlens, 64, Goldjunge Michel Trug, 26, liegt mit 22,1%, 964 Votes, auf dem zweiten Platz. Ebenfalls beliebt bei den Fans ist Frohnatur Janina El Agoui, 30, die sich mit 12,7%, 554 Votes, in dieser Umfrage Bronze erangelt. Weniger gute Siegchancen sehen die Voting-Teilnehmer hingegen für den 20-jährigen Fliesenleger Michael Rauscher, 8,6%, 375 Votes, und den gleichaltrigen Pädagogikstudenten Lukas Otte, 5,2%, 226 Votes. Den letzten Platz im Ranking belegt Schlager Fania Gusik, 25, mit schwachen 3,5%, 153 Votes.